Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema die grünen Argumente, die keine Ahnung haben. Wenn Sie das interessiert, was die und meine Follower gesagt haben. Ich habe hier einen Jürgen B. Ich habe nämlich ein Video gemacht, es geht darum, deswegen habe ich das hier schon vorbereitet. Und zwar habe ich einen Nachruf auf Neckarwestheim 2 gestartet und habe gesagt, Neckarwestheim 2 geht jetzt vom Netz. Ich finde es eine Katastrophe. Und zwar im Verhältnis zu französischen Kernkraftwerken. Das ist das, was ich gesagt habe. Und wie der typisch Grüne so ist, legt er einem natürlich irgendwelche Sachen falsch im Mund, um sie dann zu widerlegen. Müssen wir mal aufpassen. Also hier in der Mitte oben, das möchte ich jetzt nicht draufklicken, sonst startet mir das Video, ist ein Battelle-Kraftwerk dargestellt. Die haben dieselbe Leistung wie ein Siemens-Kraftwerk. Allerdings haben sie nur einen einwandigen Außensicherheitsbehälter und gleichzeitig haben sie nur ein Viertel des Volumens. Also falls mal was hochgeht, sind die Dinge wesentlich unsicherer. Die bleiben jetzt am Netz. Und Neckarwestheim 2 ist runter. Was das jetzt zeigt und wie grüne Leute sich das schönreden, was sie jetzt gemacht haben für eine ultimative Risikosucherei und Umweltsauerei, das zeige ich Ihnen jetzt. Jetzt gehen wir nämlich mal dahin. Und das ist der Beitrag eines Jürgen B. Sie dürfen suchen, der ist öffentlich. Ich glaube, den Namen B habe ich jetzt abgekürzt. Oh ja, dass der alte marode Ofen endlich aus ist. Er kommt aus einer Zeit, in der der Commodore C64 ein moderner Computer war. Hätten Sie als Ingenieur mal besser von den nicht gemachten Sicherheitsüberprüfungen und den gefährlichen Rissen an Dampferzeugerrohren gesprochen? Stimmt, da gab es Risse. So, und jetzt sind ja zwei Argumente. Einmal, das Ding ist uralt und taugt deswegen nichts. Und da sage ich, und dann kommen die Dampferzeugerrohre und das werde ich auch widerlegen, weil diese Person Argument widerwärtig und ekelerregend. Warum? Erstmal Punkt 1. Dazu sagt ein Herr Dieter nur, wenn einer keine Ahnung hat. Also ich bin Ingenieur. Ich versuche Ihnen ingenieurtechnisches Denken beizubringen, weil ein Ingenieur sucht, muss immer Risikominimierung machen. Und der will irgendwelche modernen Steuerungssysteme einbauen. Dazu muss man sagen, dass meines Wissens beispielsweise in Flugzeugen, jetzt muss ich wieder abregen, nur als letztes der Prozessor 486 tatsächlich von Computern von Intel zugelassen ist. Der ist luftfahrtzertifiziert, weil man Computerprozessoren nicht luftfahrtzertifizieren kann, weil die schlichtweg einfach zu viele Fehler haben. Und genau aus diesem Grund haben Atomkraftwerke nur eine manuelle Steuerung, bei denen sogar die Schalter und alles geprüft sind, falls mal so ein Taster oder sowas ausfällt. Selbst wenn dieser Taster kaputt geht, ist das dann so, dass dieses AKW in die sichere Stellung fällt, damit da eben nichts passiert. Wenn da jetzt also jemand was Moderneres verlangt, was er sich dann auch vorstellen kann, sehen wir beispielsweise bei dem Boeing 737 MAX, wo schließlich 500 Leute ihr Leben verloren haben. Ja, der will sowas, das bei einem Atomkraftwerk. Dazu sage ich, wenn einer keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder so ähnlich, was Herr Dieter nur gesagt hat. Das ist Vorsatz, dass das eben keine hochkomplizierte, kontrollierte Schaltung ist, weil man in jeder Schaltung Fehler vermeiden können muss. Und hier versucht irgend so ein Grüner mir, der in der Restrisikorechnung von Kernkraftwerken beschäftigt war und gleichzeitig in der Arbeitssicherheit tätig ist, mir die Welt zu erklären. Das ist schon krank und narzisstisch, so sehe ich das. Vermutlich arbeitet der denn nämlich nicht in diesen Bereichen. Okay, das ist Punkt 1. Das ist das erste Argument. Zweites Argument, was da steht. Okay. Hätten Sie als Ingenieur besser von den Sicherheitsüberprüfungen den gefährlichen Rissen in Dampferzeugerrohren gemacht. Das ist ein Zweigreissystem, da gab es tatsächlich Risse. So, jetzt muss man aber wissen, dass dieser Betreiber, dieses Kraftwerk war sicher auf eine Betriebszeit von 50 oder 60 Jahren ausgelegt.
Die Grünen haben jetzt durchgedrückt, dass es runtergefahren wird. Das ist ein Riesenschaden für die deutsche Wirtschaft. Ein kleiner Hinweis, wir haben jetzt unsere Frau Dr. Merkel hat ja als ganz toller Mensch jetzt einen Riesenorden angehängt kriegt von Deutschland, der mit unserem ersten Bundespräsidenten und Kohl und so weiter zusammen auf eine Stufe stellt. Das, tatsächlich, Frau Dr. Merkel hat zu ihrer Zeit als Umweltministerin Asse genehmigt. Asse, ja. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen alles, was die Atomkraft ist. Sie hat Asse genehmigt zum Schaden von 6 Milliarden Euro und mehr. In anderen europäischen Ländern haben sie für 140 Millionen Euro Schaden Leute 7 Jahre in den Bau gesteckt. Wenn ich das extrapoliere, müsste Frau Dr. Merkel 500 Jahre in den Bau. Das wäre gut, weil dann das Zeug auch halbwegs abgeklungen ist, wie man so weiß. Aber so viel zum Thema. Das ist einfach Dreisatz hochgerechnet. 7 Jahre zu 140 Millionen, 130 Millionen, dann 6 Milliarden. Da können Sie ausrechnen, das sind glaube ich 500 Jahre. Gut. Und jetzt waren die Sicherheitsüberprüfungen, war der Gag bei der ganzen Geschichte der. Also, der Herr Jürgen B. behauptet, wenn er beispielsweise ein Auto besitzt, ich weiß nicht, ob er das tut, und er gesagt kriegt, in einem halben Jahr musst du das verschrotten, dann muss er jetzt ein halbes Jahr vorher noch eine große Inspektion für 5.000 Euro machen. Weil so ein Porsche-Wechsel kostet gesichert eine halbe Milliarde. Und diese Dinger waren ja, ich weiß nicht, für wie viele Jahre, das prüfen wir gleich noch, für wie viele Jahre Laufzeit die Dinger überhaupt vorgesehen waren. Ich schätze für 60 Jahre. Und jetzt schaltet man, sehen wir auch gleich, nach so und so vielen Jahren ab. Also der Herr Böhringer behauptet von sich, er würde bei einem Auto, was er in einem halben Jahr wegschmeißen wird, heute noch einen Sicherheitscheck und alles neu ersetzen lassen für 10.000 Euro. Weil er weiß, dass das in einem halben Jahr in die Schrottpresse geht. Und das ist das, was er von den Leuten verlangt, die ein Atomkraftwerk führen. Das ist natürlich ein völlig krankes Zustand. Natürlich haben die sich vor Jahren gewehrt, weil die ja wussten, dass die Atomkraftwerke runtergehen. Und deswegen haben die da nicht repariert. Das ist zwar nicht schick, aber dadurch, dass das so gemacht wurde, haben sich natürlich die Betreiber, die das auf 60 Jahre gerechnet haben, haben sich nicht geweigert, die Dinge irgendwelche neuen Sachen einzubauen. Das weiß ich von meinem Freund schon vor Jahrzehnten. Die wussten, dass die Dinge runtergeht und dann macht natürlich kein normaler Mensch noch was dran. Aber das wird den Atomkraftwerken vorgeworfen, was natürlich widerlich ist, weil die Leute, die denen das vorwerfen, das bestimmt persönlich nicht selbst machen, aber von anderen verlangen sie es. Und das ist das Perfide bei der ganzen Geschichte. Nur so als kleiner Hinweis. So, und davon kommt der nächste Punkt. Und davon, dass AKWs nicht gut in der Leistung verändert werden können. Das stimmt. Naja, gut, die können schon, aber man macht es halt nicht. Dann verliefert man. Okay, weil die eben Dauerstrich gefahren werden. Natürlich, weil das sonst nichts bringt, weil Strahle tut das Zeug immer, das verstrahlt. Deswegen lässt man die auf Dauerstrich fahren. Richtig, das ist genau das, das fehlt, was man nicht brauchen kann, wenn man viel erneuerbaren Energienetz hat. Das Problem ist das, man muss ja die Lücken der erneuerbaren Energie, das zeige ich Ihnen gleich, auch natürlich ausfüllen. Da hat er kein Ding, da hat er Gas. Er kann ja sagen, Wind blas jetzt. Das ist völlig bekloppt. Und Wind und Wasser gibt es nicht. Er muss ja Berge vor einen Kilometer Höhe aufschütten, was natürlich auch ein bisschen blödsinnig ist. Von dieser Seite ist Argument zwar richtig, dass er die Dinger ungern regelt, aber er hat keine Alternative. Er wirft den Dingern was vor, was systemimmanent ist, aber gleichzeitig muss man natürlich in den gegebenen Realitäten leben. Und das kriegen wir doch gleich. Das kriegen wir jetzt gleich. Diese Lücken machen wir gleich. Okay, so. Oder davon, dass Kühlwasser aufgrund des Klimawandels immer knapper wird. Da fange ich an, so laut zu lachen. Warum? In meinem alten Video habe ich gezeigt, dass die Kurve so ist. Natürlich wird es wegen dem Klimawandel, auf jeden Fall war das weniger Wasser und die Atomkraftwerke entlang des Rheins konnten nicht gekühlt werden. Das ist richtig. Aber das ist im Sommer. Im Winter brauchen wir aber mehr Strom. Das ist das Problem. Man hat zwar das Problem, dass man die Klimaanlagen nicht ankriegen kann, lassen kann in Frankreich, aber da muss man die Klimaanlagen, da muss man halt mal ein bisschen schwitzen, aber man erfriert halt nicht. Das ist ein Unterschied, weil erschwitzen, gut, bei einer extremen Ding ist das schon, aber erfrieren ist ziemlich blöd, ja. Und das erzeugen gerade die Grünen, denen ist das scheißegal, ob jemand erfriert. Da ist das Problem, weil im Winter führen nun mal die Flüsse
im Allgemeinen Wasser, und zwar ziemlich viel, sehen wir sogar aus den Dingern, die wir hier gleich gegebenenfalls gleich zeigen. So. Aber alle die und AfD und so weiter, naja, wie auch immer, der Drache ist besiegt und das ist ganz gut so, schließt er ab. Das prüfen wir jetzt auch mal. Also, der Drache ist besiegt. Gucken wir doch mal. Gut. Also, der Drache ist besiegt. Wo war das? Schau mal hier. Hier wird in Europa Atomenergie erzeugt. Der Drache, also meistens haben wir Westwind. In Frankreich stehen 56 von den Dingen rum. Wie jemand behaupten will, dass der Drache besiegt sei, das ist ja völlig krank. Da stehen 56 rum und meistens ist Westwind. Da ist gar nichts. Und das sind Dinge, die deutlich unsicherer sind als die Deutschen. Die hätten wir abstellen müssen. Und warum? Das zeige ich Ihnen jetzt auch. Das vielleicht sind ja so Grüne. Ich möchte mal so einen kleinen Gimmick ein. Ich möchte nur mal so einen kleinen Gimmick zeigen. Vielleicht haben die Grünen ja das. Das habe ich schon. Das gibt es schon seit 15 Jahren, das Teil. Hier kann man natürlich die Elektronen natürlich ausfiltern, die aus Atomkraftwerken kommen, damit man ja auch sich keinen nukleare Verseuchung in seinem Stromnetz und nur saubere grüne Energie, das müssen wir auch nochmal machen, dann da reinbekommt. Da gibt es den sogenannten Nuklearstopp. Gucken Sie mal auf die Seite. Er hat immerhin den Franz Pöhlmann Design Award erlangt. Gucken Sie mal. Das finde ich gut, das Ding. Und jetzt gucken wir mal hier. Liste der Kernreaktoren in Deutschland. Schau mal, und es ging mir ja um Neckarwestern. Da habe ich ja gesagt, Nachruf auf Neckarwestern. Wann ist das ins Netz gegangen? Schauen wir mal. Neckarwestern 2, sehen Sie hier in der Mitte. Neckarwestern 2 ist kommerziell in Betrieb gegangen, 89. Und also 89 ist es gestartet. Wie lange läuft das jetzt? 35 Jahre. Knapp, nicht mal 35 Jahre. So, das, okay. So, und von wem kriegen wir jetzt Strom? Der Drache ist besiegt. Der grüne Schwachsinn. Da ist der Drache. Da ist er. Und, was läuft da? Dieses Baubeginn, Produktionsbeginn 78. 20 Jahre vorher. Und wann läuft es? Es läuft fast 10 Jahre länger. Die Dinger sind 20 Jahre länger im Betrieb, laufen immer noch weiter und sollen noch bis knapp 2030 laufen, bis dann die neuen Kernkraftwerke am Netz sind. Die laufen 30 Jahre länger. Und die Grünen wollen, dass man von diesen Dingern Atomstrom holt. Weil ja, es wird ja immer so argumentiert, wir müssen ja autark werden, aber gleichzeitig sagt man, wenn es nicht geht, dann müssen wir von den Nachbarn. Die werden das demnächst auch nicht mehr zulassen. Und das ist das Perfide bei der ganzen Geschichte. Der Grüne, diese grünen Leute, diese grünen offensichtlichen Narzissten, die sagen, der Drache ist besiegt, was völliger Schwachsinn ist, weil im Westen 56 von diesen Dingern rumstehen, die teilweise 20 Jahre älter sind und gleichzeitig von der Sicherheit wesentlich geringer sind. Und die wollen den Drachen besiegt haben. Das ist völliger Hirnriss, ist das, und völlig schizophren. Aber nur so kann man seine eigene Wahrheit befriedigen und sich darauf runter und so weiter dingsen, weil man da ja hat einen kleinen Ding, dass die damit genau das Gegenteil erreicht haben, nämlich eine Riesenumweltsauerei, weil jetzt natürlich gleich die Kohlekraftwerke voll hochlaufen müssen, Punkt 1. Und Punkt 2, wir beziehen jetzt massiv Kernkraft aus diesen Kraftwerken. Das ist das Doppelte, das ist typisch grün. Die bewirken genau das Gegenteil von dem, was sie behaupten, sie tun. Ich darf auch weiterhin auf den Beitrag von einer Frau Katrin Göring-Eckardt hinweisen. Bei Anne Will, am Wochenende, glaube ich, war das. Die hat gesagt, der Strom wird jetzt billiger, jawohl. Ein Tag später hat E.ON in einem Bundesland, können Sie sich vorstellen, da 45, also insgesamt der Strom 66, aber 45 waren die Dinger, der Strom wird 45 für den Endkunden, für den normalen Endkunden, wird um schlappe 45% teurer jetzt. Die Grünen lügen, wenn sie nur irgendwo irgendwas sagen und das Maul aufmachen.
Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und Lügen ist psychische Gewalt. Also der Drache ist besiegt, ist genauso gelogen. 56 Kraftwerke stehen da, die bauen gerade eins und diese Dinge sind noch wesentlich älter. Für einen normalen Ingenieur, der normal denkt, sollte eigentlich klar sein, dass ein 20 Jahre älteres mit einem geringeren Sicherheitsstandard, ein Kraftwerk, was 20 Jahre älter ist und einen deutlich geringeren Sicherheitsstandard hat, gefährlicher ist. Nur für den Grünen ist das jetzt toll, weil man seine Irrwahrheit dann irgendwo dann da befriedigen muss. Das ist das, was ich meinem Herrn B. diesbezüglich sagen muss. Die grüne Wirklichkeit ist kontraproduktiv. Die Grünen bewirken genau das Gegenteil von dem, was sie sagen zu tun. Für mein Dafürhalten, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so sehe, wir sind die Besten und gerade die Deutschen, der Deutsche weiß, wow, da sind wir, wissen alles besser als die restliche Welt. Weil unter anderem war das jetzt nochmal hier, die Kernkraftwerke dann da, wo war das? Das ist hier Stromproduktion. Hier wird die ganze Zeit haben natürlich auch in der Ukraine 15 Stück stehen. 15. Die sind dann im Osten. Die sind nicht deutlich. Die, ja gut, links, aber die stehen ja auch. Und da hat der Habeck natürlich gesagt, die stehen ja, die laufen. Ja, aber die haben natürlich auch. Das ist gut, das sind russische. Ich kenne die Bauart nicht, wie genau die gebaut sind. Aber die, auch die sind deutlich unter. Aber das ist okay. Wie krank kann man sein? Aber das ist grün, weil man irgendwie seine Wahrheit da, ja. Und jetzt möchte ich Ihnen noch final, wo ich mich so aufrege, es tut mir leid, was da passiert. Das ist die Infografik. Aber das hier. So. Und hier ist dargestellt. Das ist wieder mal energycharts.info. Und oben ist die Leistung, die gezogen wird. Also nur die elektrische Leistung. Die Wärmepumpen kommen jetzt dann auch drauf. Also das ist doppelt so hoch. Und unten ist die, sind die erneuerbaren Energien. Aber hier habe ich als einziges die rote Linie da unten drin gelassen. Ja, das sind noch die Atomkraftwerke, die wir abwünschen, dann sind die da so weg. So, das ist jetzt ohne Atomkraftwerke. Und hier sieht man diese gelben Dinge und diese unteren Flächen. Die Flächen zeigen das, was die Erneuerbaren hergeben. Und oben die oberste Linie zeigt, was gebraucht wird. Und wir sehen, dass im Moment die Solarkraft ganz vernünftig funktioniert, aber nur in den Spitzen. Und die blauen Dinger da unten, da muss man jedes Mal mit Wasserkraft kräftig draufhalten, weil eben die Solarkraft um 9 zum 9 und so weiter. Und wir haben eben keine. Wir müssten Berge aufschütten. So, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt gucken wir weiter. Da Kernenergie. Schuppe sie wieder an. Jetzt gehen wir mal in Woche 15. Aber was sehen wir, das an Tagen, wo dann wenig, also die, das sind alles jedes Mal ein Tag, das sind halt sieben gelbe Peaks. Und wir sehen, dass da an dem einen Wochentag da eben quasi nichts da war und die Deckung dann gerade mal ein Drittel oder ein Viertel ist und das kriegen sie mit unseren Wasserspeichern niemals hin. Das können sie knicken, können sie vergessen. Und jetzt gehen wir nächste Woche. Ja, und hier wird es dann, wie Sie sehen, am 14.04. noch prekärer. Da kommt nichts raus. Der Rest muss gerade mit Kohle und Atomkraft gemacht werden. Sehen Sie, da in der Mitte etwa der gelbe Peak, da kommt einfach nichts raus. Und dann sehen Sie, wo der rote Balken endet, dann ist die Atomkraft weg. Und am nächsten Tag wird das schon ganz niedrig. Da haben Sie dann nur, ich weiß nicht wie viel Prozent, die rote. Die rote Linie gibt den Anteil der erneuerbaren Energie an der Last. Das ist die rechte Skala, gibt da wieder, da sehen Sie, da liegen wir dann teilweise deutlich um die 25%. Also wir brauchen viermal so viel Erneuerbare, weil wir ja keine Speicher haben und die Speicher einfach zu teuer sind. Dann gehen wir die nächste Woche von dieser und dann sehen Sie, was da ist. Da haben Sie dann am Wochenende vom 17. da haben Sie dann da unten quasi nichts. Das sind jetzt die letzten Tage, die sind extrem gestreckt. Da sehen Sie die zwei Peaks und da kommt irgendwie der prozentuale Anteil, das ist die rote Kurve, steigt natürlich, wenn
die absolute abgenommene Leistung sinkt. Das ist die rote Kurve, die Sie da in der Mitte sehen. Das ist nachts halt, dann steigt der Prozentanteil, wenn da viel Wind bläst, was diese hellgrüne Fläche dasteht. Aber spielen Sie da mal rum mit diesen Dingen, da sehen Sie, Sie brauchen ungefähr vier bis fünfmal so viel erneuerbare Energien, weil Sie ja damit rechnen müssen, dass es kommt zwar immer ein bisschen was raus, aber unter 20%, sagen wir mal 20%, weil man mit Wasser zuschießen muss, dann müssen wir fünfmal so viele erneuerbare Energien haben, also jetzt noch von dem, was wir haben, viermal so viel. Und dann wollen wir die Wärmepumpen nochmal, da brauchen wir nochmal fünfmal so viel. Da müssen wir jetzt in ungefähr zehnmal so viel erneuerbare Energien machen, wie wir jetzt schon haben. Zehnmal. Und dazu brauchen wir auch die Flächen und dazu müssen wir natürlich auch den Wind haben, weil Windkraftanlagen, die hier einen Großteil der Deckung machen, wenn man mal durch diese energycharts.info durchgeht, dann sieht man, dass die Sonne gerade im Winter natürlich völlig unzuverlässig ist. Und damit können Sie diese ganze Sache, wir brauchen also rund zehnmal so viel. Aber behauptet, im Moment haben wir 58 Gigawatt an Windkraft. Und behauptet wird, wir brauchen 116 oder sowas. Das ist das Doppelte. Behauptet wird das Doppelte. Wir brauchen aber zehnmal so viel, um jeden Punkt dann dazu. Wir haben dann zwar einen Hätten und wir wollen ja auch Wasserstoff und so ein Zeug machen, was unfassbar schlecht im Wirkungsgrad ist, dann wäre das. Also wir brauchen ungefähr zehnmal so viel. Also sagen wir mal, na gut. Aber ungefähr zehnmal so viel erneuerbare Energien brauchen wir für den Winter. Es kam noch die Rückfrage, ganz kurz, diese 4 Gigawatt Leistung zu ersetzen. Wie viel Windkraftanlagen brauchen wir dazu? Im Durchschnitt rechne ich das ganz schnell durch. 4 Gigawatt, das sind 4000 Megawatt. Wir haben eben, wenn ich eine ganz große Windkraftanlage nehme, im Durchschnitt mittlerweile können wir da, sagen wir mal, 4 Megawatt hat eine. Die haben sie noch nicht ganz im Durchschnitt, aber zum einfachen Rechnen. Wir brauchen also 1000 Windkraftanlagen, um jetzt diese Atomkraftwerke von der Leistung her zu ersetzen, 1000 Stück, beziehungsweise die haben natürlich nur für ungefähr 25% Auslastungsgrad. Ich verweise auf meinen Windkraftbeitrag über die Volllaststunden und Auslastungsgrad. Da gibt es einen, also die laufen immer im Durchschnitt, Vorsicht, bei 25% Last. Das bedeutet, wir brauchen für diese drei Atomkraftwerke mit 4,1 Gigawatt brauchen wir ungefähr 4000 Windkraftanlagen, wenn die 4 Megawatt in Leistung haben. Wir haben es nicht. Also wir brauchen ungefähr 5000 Stück, um diese Kernkraftwerke zu ersetzen. Vielen Dank für Ihr Gehör. Euer Ingenieurkanal.